Der Nico Bleutke, der Kulturförderpreisträger, der das Ganze moderieren wird, bringt mich natürlich jetzt zu dem nächsten Punkt im Programm. Alles kann ich nicht nennen, aber einige Höhepunkte möchte ich erwähnen. Und ein ganz besonderer Höhepunkt wird mit Sicherheit in diesem Kulturherbst die Verleihung des Kulturförderpreises sein. Letztes Jahr haben wir den Kulturförderpreis während der Rathauseinweihung verliehen. Und irgendwie ist ja der Kulturförderpreis so eine Art von, schon so ein Kristallisationspunkt. Den gibt es wirklich schon lange, der ist sehr anerkannt. Der hat vielen Leuten schon zum Ritten verholfen und ihnen einen Schub gegeben. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass um diesen Preis herum eigentlich was Neues entsteht, eine Kristallisation stattfindet. Deswegen ist auch dieses Jahr der Kulturförderpreis und die Verleihung Teil eines Gesamtprogramms, um da eben drin zu leuchten und zu sagen, okay, hier kommen zwar viele andere auch vor, aber es gibt einen ganz tollen Künstler aus Pfaffenhofen, einen Jungen, den wir auszeichnen und den wir fördern wollen. In diesem Jahr ist es fast schon, ich glaube, Sie wissen den Namen des jungen Mannes, das ist Michael Leopold aus einer Pfaffenhofener Musikerfamilie, Stadtkapelle und so weiter, mit einem tollen Lehrer von der Städtischen Musikschule. Arno Haselsteiner ist dieser junge Mann auf dem Weg zu einem der aufregendsten Schlagzeuger, Perkussionisten zu werden, die es in Deutschland gibt. Er spielt jetzt ja schon im Jugendorchester der Bayerischen Staatsoper und bekommt am 15. Oktober, im Festsaal des Rathauses den Kulturförderpreis verliehen. Peter Fessel wird die Laudatio halten, wenn wir noch mehr über ihn hören. Ich lade Sie heute schon ein. Es ist auch offen und da wird getrommelt und geblasen werden. Dann kommen die Hallertauer Künstler, die letztes Jahr noch im HDB waren, im Haus der Begegnung in der Städtischen Galerie, aber die ist klein. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir möchten gerne mehr Ausstellungsfläche haben. Also gehen wir jetzt in die Rathausgalerie. Reinhard Heiblick wird die Eröffnungsrede halten, die Laudatio. Ich habe schon einen Blick drauf geworfen. Meiner Meinung nach sind die Sachen dieses Jahr stärker. Das Thema war Recycling. Und da Künstler ja gerne sich selber kopieren, das ist eine Art von Entgegenkommen gewesen, haben viele Leute gesagt, gut, wir holen die ganzen Sachen nochmal raus und schauen nochmal drauf und können das irgendwie vielleicht neu zusammenbauen. Es sind ganz interessante Arbeiten dabei. Dazu möchte ich Sie auch gerne einladen. Die ganzen Termine finden Sie in dem Flyer, der auf Ihrem Stuhl lag oder auch am Ausgang noch dann verteilt wird, wenn Sie möchten. Es gibt das Duo Eberle Bergmeister im Haus der Begegnung in der Theaterbühne. Und hier in der Halle gibt es am 16. die Vernissage eines Work in Progress, also eines Werkes, einer Arbeit, die sich verändern wird im Laufe der Zeit. Die ersten Anfänge dieser hochintelligenten und versponnenen Installation von Christian Ziegelmeier, die den Namen Kubus trägt. Kubus ist dieser Kubus hier in der Halle. Den wird der innen und außen komplett bemalen und vollstellen und irgendwie mit seiner Welt besetzen. Er bildet nämlich seine Wohnung in München-Haidhausen, die nur etwas kleiner ist als der Kubus, auf diesem Kubus ab. Ich habe gesagt, etwas kleiner, das stimmt. Er hat eine Wohnung, die ist 12 Quadratmeter groß. Das ist wirklich kein Witz, da wohnt er, die ist sehr gemütlich, die wird er da abbilden. Aura Dulcis bringt die alte Musik auf originalen Instrumenten zum Klingen, und zwar dort, wo die Stadt auch schon lange nicht mehr als Veranstalter war, nämlich in der Spitalkirche. Und schließlich kommt der internationale Theaterkünstler Ibrahim Qureshi in die Stadt. Geborener Pakistani, studiert in New York, lebt zurzeit in Amsterdam und Paris. Mit der Jugend des Theaterspielkreises erarbeitet er die Performance Tracks. Ganz am Ende, am 30. und 31. Oktober, gibt es dann von diesem Theaterworkshop die Ergebnisse zu sehen, die Aufführungen. Und zwar wird er dann die alte Paketpost am Bahnhof zu einem Off-Performing-Space, der vielleicht auch in Brooklyn, New York stehen könnte, verwandeln. Das ist der Schluss des Kulturherbsts, 30. 31. Oktober. Sehr spannend, es gibt nur ganz wenig Karten, also wenn Sie sich dafür interessieren, holen Sie sich welche. Ich kann also wohl sagen, da werden Sie mir vielleicht nicht widersprechen, wie es wird, wenn wir dann erst sehen, wenn es vorbei ist. Zumindest von seinem Anwurf, von seinem Ansatz her und von seinem Entwurf ist der Kulturherbst passend in der Jahreszeit, er ist bunt. Zwischen Rathaus, Bahnhof, ländlichem Garten und alter Maschinenhalle ist alles geboten. Wir können uns, glaube ich, freuen. Doch dieser alten, wunderbar gebauten, höchst soliden, in sich stimmigen, wunderschönen Halle kommt bei dem, was wir in Pfaffenhofen an Kultur erleben wollen und erleben werden, eine Schlüsselposition zu. Diese Halle ist insbesondere, um Künstler von Rang nach Pfaffenhofen zu holen, um uns an ihrer Arbeit zu erfreuen und uns inspirieren zu lassen, unersetzbar. Im kulturellen Wettbewerb mit anderen Städten
vor allem unser geliebter Nachbarmarkt im Norden, meine ich da. Im kulturellen Wettbewerb mit anderen Städten bietet sie ein durch nicht so schnell aufzuwiegendes Pfund. Denken Sie bitte daran, wenn wir über Gebäude und irgendwas reden in dieser Stadt, was sich in den nächsten Jahren in Pfaffenhofen möglicherweise tun wird. Zumindest sind die Pläne da, es ist auch genehmigt. Sage ich jetzt, ich nehme mich zurück, weiß ich nicht genau, aber es wird in diese Richtung gehen. Die Stichworte hier sind Siegeleck, Bortenschlager, sicherlich notwendige Entwicklungen, die aber natürlich, auch wenn der Bortenschlager Saal schon ewig zu ist, theoretisch gibt es den Saal noch, nein, aber er wird weichen. Das Siegeleck, da geht eine Kneipe flöten, dahinter ist noch eine Wirtschaft, öffentliche Räume, die verschwinden werden. Gar nicht weit von hier, weiter oben am Berg, in der Schützenstraße, gibt es eine alte Brauerei, die Amberger Brauerei. Die wird schon ganz lange nicht mehr genutzt, aber wir haben den Schlüssel auch zu diesem Saal, deswegen haben wir das auch hier Kulturhallen genannt, weil da oben ist eigentlich noch eine Halle, die die wenigsten von Ihnen kennen werden, eine Wappenhalle. Die ist fantastisch. Also es ist ein Saal, von dem wir in Pfaffenhofen träumen würden. Es ist kaputt. Es ist einfach so, dass das wahrscheinlich auch abgerissen werden muss, weil es einfach zu sehr runtergekommen ist. Wir verlieren also öffentliche Räume in den nächsten Jahren. Und ob wir in den nächsten Jahren auf diese Weise, wie wir es jetzt machen, wie wir es jetzt probieren, weiter Kultur in Pfaffenhofen erleben werden und die begeistern kann, weil sie einfach Räumlichkeiten hat, die das möglich machen, dass sie begeistern. Ob die Kunst ein großzügiges Dach über dem Kopf bekommt oder ob die alte Markt- und Handelsstadt Pfaffenhofen irgendwann nur noch aus Wohnbebauung besteht und einfach zu einer Schlafstadt im Großraum München wird, das ist die Frage und dafür zu kämpfen lohnt sich meiner Meinung nach. In diesem Zusammenhang ist auch vor einer Weile das Wort von irgendwelchen Ketten gefallen, mit denen sich gewisse Leute im Notfall an die Halle ketten wollen, um sie zu erhalten. Wenn es sein muss, wird es so kommen. Ich bin aber doch auch fest davon überzeugt, dass die besten Ketten, die es hier geben kann, aus der Entschlossenheit der kulturinteressierten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt geschmiedet werden, sich die Kulturhalle nicht mehr nehmen zu lassen. Und ich kann jetzt eigentlich nichts dazu sagen, aber es gibt da irgendwo Listen, habe ich gesehen, von jemandem anderen ausgelegt und Sie können sich darauf eintragen, wenn Sie denken, dass diese Gebäudlichkeit für die Öffentlichkeit erhalten werden sollte. Heute Abend jedenfalls ist sie auf und das wollen wir feiern. Wir haben ein fantastisches Ensemble zu Gast, nämlich das Orchestre Europa. Das sind Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg. Sie spielen Balkansound, was immer Sie spielen, Sie können es selber gleich beurteilen. Ein Pfaffenhofener ist drunter, ein fantastischer Gitarrist, Wirsig sein Name, den Namen können Sie sich merken. Und diese wunderbare Formation, Orchestre Europa, halt, nachher gibt es noch Kleinigkeiten zu essen, Snacks, aber doch, also sehr lecker. Getränke sind sowieso schon da. Okay, und jetzt bitte ich Sie ganz herzlich, den Applaus, den Sie möglicherweise meiner Rede spenden wollten, umzuwandeln in einen Applaus für das Orchestre Europa. Applaus